Lido, ihr hattet euch ja gewünscht, dass ich auf Arch Linux umsteige bzw. mal installiere, inklusive grafischen Desktop, und zwar mit Mate, der war am meisten gewünscht. Hier mittlerweile alles installiert, sogar meine Videoaufzeichnungssoftware Record My Desktop tut's. Es gibt auf meiner Google Drive, ich habe es hier natürlich lokal nochmal, mittlerweile eine Bildersammlung, und deshalb zur Info: Wir hatten bereits ein Video zur Basisinstallation, ja, Anleitung für Einsteiger. Da waren wir gekommen bis zu dem Thema, dass wir uns überhaupt mal von unserer Festplatte aus auf ein Arch einloggen konnten in der Shell. Andere würden sagen eben ein Terminal, richtig heißt es ja TTY. Da haben wir noch gar keine Terminal-Anwendung installiert, ist ja alles noch textbasiert. Dann hatte ich kurz gezeigt, wie man Arch fernsteuern kann. Dazu gibt es ein separates Video. Und dann habe ich meine Bilderliste noch ab dort. Das ist das Bild 45 bis 110. Dann nochmal eben Mate installiert. Gut, da gibt es erst eine Vorbereitung, was man noch alles machen kann, bevor man überhaupt dazu kommt. Und bin dann vom Wiki Standard abgewichen und habe dann den Fenstermanager Mate in diesem Wiki noch nachinstalliert. Hatte meinen Spaß damit, ne, bis ich dann überhaupt mal auf einen, ja, grafischen Desktop kam. Welche Pakete braucht man dazu mit Start X? Habe dann auch später erst noch einen grafischen Login installiert. Habe mir nach und nach dann die Pakete, die man gewohnt ist, dass sie dabei sind, installiert. Zum Beispiel ein Netzwerkmonitor oder Systemmonitor ist standardmäßig nicht dabei. Ein Applet fürs Panel, dass man die Lautstärke einstellen kann, ist standardmäßig nicht dabei. Ein Netzwerkmanager-Symbol zum Beispiel ist standardmäßig nicht dabei. Das ist so gewünscht, ne? Das wolltet ihr, weil ihr ja ein Linux-System mal von Grund auf aufnehmen wollte, zum Beispiel eine Samba-Freigabe, ne, eine SMB, muss man sich im Nachhinein noch installieren. Das habe ich noch im Nachhinein nach Bild 110 gemacht. Das ist dann nicht immer explizit beschrieben, ne, aber alles andere ist beschrieben, dass ihr überhaupt mal auf einen grafischen Desktop kommt. Und die kleinen Spielereien, ne, dass man noch so zusätzliche Symbolchen hat, zusätzliche Programme habt, das kommt dann durch euch noch im Nachhinein. Wie macht ihr das im Nachhinein? Ich sage das so leicht hin. Also wenn ihr bis dahin seid, wisst ihr das längst. Ne? Dann, ja, entweder von einem anderen PC aus, einfach nach Arch Linux und, ja, nicht falsch geschrieben, Backgrounds, ja, suchen, wenn ihr zum Beispiel da Hintergrundbildchen haben wollt oder ähnliches, oder ihr sucht nach einem Treiber Arch Linux, oder ihr sucht nach einem Paketmanager, wie auch immer, pkurses zum Beispiel, ist hier beschrieben, findet ihr dann die Sachen, die ihr bisher noch nicht gefunden habt. Übers Internet braucht man dann nicht nochmal zu beschreiben. Die Hauptarbeit bestand darin, überhaupt mal auf einen grafischen Desktop zu kommen. Ja, mit Mate, Resümee von der ganzen Geschichte. Der lange Weg von Bruchtal nach Modder. Höchst interessant. Wie ist das? Ist das was für Einsteiger? Nun, für diejenigen, die sich überhaupt mal mit einem Linux-System, wie es von Grund auf installiert werden könnte, beschäftigen möchten, die werden bestimmt nicht dümmer davon. Diejenigen, die dann hier angekommen sind, die werden von mir eigentlich jetzt schon mal pauschal geadelt, egal ob sie das irgendwie aus einem Wiki abgetippt haben, über meine Videos gemacht haben oder wie auch immer. Denn der lange Weg dahin an sich ist schon bewundernswert, da erstmal hinzukommen, denn man wird auf dem Weg das eine oder andere Problemchen haben. Also wer Arch Linux händisch installiert hat, ohne eine andere Distro zu nehmen, wo das schon quasi automatisch geht, der wird von mir quasi schon pauschal geadelt. Der hat's drauf. Finde ich gut. Also, wie gesagt, Arch Linux installiert, Mate Desktop installiert. Ich habe mir dann zusätzliche Anwendungen, wie zum Beispiel GIMP installiert, Bildbetrachter installiert.
damit ich überhaupt mal Bilder anschauen kann. Standardmäßig ist dann, wie gesagt, grafischer Desktop ist da, aber nichts installiert. Firefox Thunderbird noch nachinstalliert, VLC Media Player, Hardtop. Wie gesagt, die Terminals sind wichtig, dass man die gleich am Anfang installiert. Die grafischen, ne? Die sind ja bei dem konsolenbasierten System TTY noch nicht drin. Gut, und dann kann man natürlich noch solche Dinge wie SMB nachinstallieren, wenn man denn möchte und es braucht. Wer es aber nicht braucht, installiert es nicht. Und dafür ist dieses Arch gut geeignet, überhaupt mal ein System aufzubauen, bei dem halt nicht alles drauf ist, was standardmäßig drauf ist. Denn es kann ja sein, ihr braucht es gar nicht. Ne? Wie gesagt, wenn ein Einsteiger sich das mal antun will, ja, vom Bruchteil nach Mordor, dann könnte er das durchaus mal probieren, wenn er viel, viel Zeit, viel Geduld hat. Und wenn er auf dem Weg scheitert, ist es auch nicht schlimm. Ja, dann nimmt er eine Distro, wo er schon installiert ist, oder probiert es halt noch einmal, solange wie es klappt, kann er machen. Ja? Auch Fortgeschrittene haben da viele Probleme, das zu installieren, weil der lange, lange Weg doch sehr steinig ist, wenn man das zumindest noch nie gemacht hat. Und selbst nachdem ich das jetzt gemacht habe, könnte ich das auswendig aus dem Körper nicht nochmal. Ich würde also meine Bildersammlung sowieso selber, ich persönlich, nachdem ich es geschafft habe, auch nochmal brauchen. Deshalb habe ich die auf die Google Drive gelegt, damit ihr zum Beispiel seht, was macht man wann zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel das Mate Panel installieren, um überhaupt eine Möglichkeit zu bekommen, sich in den X-Server Desktop einzuloggen. Da war nämlich bei mir ein Paket nicht mit dabei. Das kam erst durch das Mate-Panel mit rein, damit mein X-Server, mein grafischer Desktop, gestartet ist. Und der sah zunächst so rudimentär aus. Und so rudimentär will man das, ja. Es gibt genügend Linux-Systeme, ist alles dabei, aber die sind dann überfrachtet und langsam. Und wer ein etwas schnelleres haben möchte, wo er mehr Einfluss drauf hat, was denn da so geht, der nimmt halt Arch, ne. Der muss halt alles selber installieren. Soundtreiber hat es erstmal standardmäßig nicht. Also der lange Weg zur dunklen Seite der Macht. Wer Arch installieren kann von Grund auf, und zwar nicht mit einer ISO, die ist schon alles dabei ist, sondern gemäß Arch Wiki, der wird von mir pauschal geadelt. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Ich denke, Ziel eurer Wünsche erreicht. Ich bin hier auf meinem Arch-System Uname-A und kann dann Programme wie P-Kurses nutzen, anstelle von Synaptic, um etwas zu installieren. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.